Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Die Sims Wir. Und ja, heute machen wir mit Liebe mit Baguette. Nein, natürlich nicht. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Runde Sims 4. Ich weiß gar nicht, warum Arne hier so steht und Fernseh guckt, anstatt sich einfach in den Sessel ranzusetzen. Aber gut, es ist seine Entscheidung. Er ist alt genug. Und ja. Schauen wir einfach mal, was noch so möglich ist. Heute alles so. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade wie am Computer was mache. Was mache ich denn da schon wieder? Im Internet surfen. Muss ich noch irgendwie Bücher schreiben? Ja, ich muss doch sogar noch ein drittes Buch schreiben. Und wie sieht es dann mit meinen Schreibfähigkeiten aus? Schreiben, schreiben, schreiben. 4 ist kurz vor 5. Also wenn wir jetzt ein neues Buch jetzt anfangen, dann könnte es sogar gut sein, dass wir irgendwas das veröffentlichen können. So, das wollte ich nämlich jetzt sagen eigentlich. Also wir können es ja an einen Verlag schicken, ab Level 5. Und lass mich einfach mal schreiben. Pit the Ducks, das ist ein Kinderbuch. Ja, das lassen wir erstmal so. So, was da hinten los? Kurangi. So, das ist noch etwas, was ich ein bisschen blöd finde. Dass er so zack, aber mal so runterfällt. Zuckerblub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 bl
Aber gucken wir erstmal, was das jetzt bringt. Ob es überhaupt irgendwie Geld bringt, wenn wir unsere Bücher an einen Verlag verkaufen. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang, wenn wir ein bisschen mehr verdienen würden als diese 5 Simoleons oder 10, 15 Simoleons pro Tag. Da muss man ja fast 300 Bücher schreiben, damit man über den Tag kommt. So, und die Tür ist noch einmal ein bisschen dämlich. Na, was bekommen wir denn jetzt so? Es ist draußen in der Welt. Daniel erhält bescheidene Tantiemen. Solange es mehr ist als das andere, ist das ja alles okay. Gut, sie isst noch was. Da scheinen wohl noch Hot Dogs übrig gewesen zu sein. Leon schläft. André zockt. Wieso sind die denn nicht müde? Hä? Was ist denn mit denen los? Wieso sind wir alle nicht müde? Hey, Snoop. Whoa. Wow. Ach, die umarmen sich jetzt noch ganz romantisch. Und ich zock mal wieder. Obwohl eigentlich, ja, komm, lassen wir die mal schlafen gehen lieber. Weil ansonsten sind die da ja alle komplett aus dem Rhythmus raus. Das bringt da nichts. Komm, wir müssen auch die Liebe frisch halten. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ach, der ist jetzt dort. Ach so. Schwabe. Ah, Bogendrill. Bogebrew. Das ist cool, ne? So ungefähr. Ey, los, hast Bock? Hast Bock? Hast Bock? So, du kannst auch mal gleich ins Bett gehen. Ich bin jetzt im Bett, ja. Gut, und jetzt sehen wir gleich noch die Matratzen einmal hier springen. In Sims 4 gab es dafür nochmal schöne Videos. Hol die Kerzen raus. Achso, die sind wir zuerst. Hol die Kamera raus. Du-du-du-dum. Gucken, ob die Liebe jetzt zu den Höhepunkten reicht. So, und jetzt schlafen wir alle, ne? Nicht? Die können auch eigentlich schlafen jetzt, ne? Komm, geh mal schlafen. Baby machen mit, Techtel machen mit. Schlafen. Was es so alles gibt. Ich kann das eigentlich auch noch im Wandschrank machen. Das ginge auch noch in, glaube ich, die Sims 2. Eigentlich sogar in die Sims 3. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ist alles schon so ewig lange her. Ach, er steht schon wieder auf um 4 Uhr. Ist klar, 4:30 Uhr, Entschuldigung. So, gibt's hier noch irgendwas? Kühlschrank aufräumen. Nun kannst du mal den Kühlschrank aufräumen, wenn du schon so früh wach bist. Dann räumst du erstmal den Kühlschrank auf. Und danach kannst du. Nee, komm, erstmal eine schnelle Mahlzeit. Komm, schön früh zum Frühstück erstmal Mikrowellengericht. Das kommt immer ganz gut.
Ist auch schon wieder verdorben alles. Wenigstens mal einer, der dieses Scheißding hier benutzt. Ich habe das Gefühl, das benutzt ja eh so niemand. Sieht aber ganz lecker aus. Sieht aus nach einem Haferbrei oder sowas mit Mischgemüse und einem schönen Bratklops oder sowas. Die hohe Kunst des Kochens. So, die meisten schlafen alle noch. Ja, ach, ich muss ja heute auch noch wieder arbeiten gehen. Aber es sieht aus wie ein Klops, ne? Das sieht aus wie ein Klops. Ja, scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Er scheint auf jeden Fall nicht wirklich abgeneigt zu sein davon. Oder ich. Wie man es auch mal gerne sagen möchte, ne? Und jetzt ändert sich der Mikrowellenteller in einen ganz normalen Teller. Gut. Genau, benutzen wir gleich Arnes Toilette als Rache von gestern, weil er deine hier geschrottet hat. Mein Gott, ist aber auch still im Haus. Ach, André ist sogar wach. So, dann kannst du auch gleich mal aufs Klo gehen, wenn du dich schon darüber freust, wach zu sein. Und Leon ist auch wach. Schnelle Mahlzeit essen. Was nehmen wir? Er kriegt Cerealien von mir. Was ist los? Unwohl? Ach, Inhalt kalt wegen Mikrowellengericht. Du kannst auch hier frühstücken. Mach mal arme Ritter. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber wir werden uns das mal angucken, was jetzt arme Ritter ist. Ja, auf jeden Fall irgendwas wie mit Toast. Auf jeden Fall scheint es auch nicht perfekt zu sein. Sieht aus wie Toast. Irgendwas mit Toast und... keine Ahnung. Okay.